Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Lost Odyssey. Beim letzten Mal haben wir Dinge getan, schreckliche Dinge. Nein. Wir haben uns den Weg freigearbeitet bis hier rein in den Kerkerschrein. Und jetzt wird es an der Zeit für uns, noch ein paar Items einzusammeln. Noch ein bisschen Backtracking zu begehen, weil ich wieder was vergessen habe, aber nur minimal Backtracking. Nebenbei bemerkt, wenn ihr sie berührt, müsst ihr kämpfen. Also, wenn ihr kämpfen wollt, so wie ich jetzt wohl scheinbar aus Versehen hier, dann yay. Geplant war es jetzt allerdings nicht. Ja, es sind nämlich immer zwei Stück. Das ist ein bisschen ärgerlich, wie ihr wisst. Positiv ist natürlich die Tatsache, dass direkt hier ein Heilpunkt ist. Also ihr könnt all out gehen. Das ist nicht schlimm, wenn ihr hier ein bisschen Schaden kriegt. Wenigstens etwas also. Aber ja, wie gesagt, war jetzt nicht unbedingt mein Plan, gegen diese Viecher zu kämpfen. Schein braucht definitiv eine lange Ladezeit. Das ist echt übel. Ja, normalerweise sollten sie sie jetzt in Ruhe lassen. Deswegen denke ich nicht, dass es noch eine Verzögerung dabei geben wird. Na toll. Der lädt sich auf, der andere entlädt sich jetzt. Wow. Tatsächlich hauen sie doch genau auf sie drauf. Interessant. Naja, da seht ihr mal den Zauberschein in Action. Es hat ihn jetzt geblendet. Das ist der einzige Vorteil, den ich mir von dem Zauber hier wirklich erhofft habe, wenn überhaupt. Denn es ist kein finsternes Gegner. Und trotz allem trifft er. Also war das irgendwie völlig für die Katz. Dass ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen muss eigentlich und dann mich hier noch mit diesen Viechern rumprügle, ist echt... Ah! Also nicht den ganzen Weg, da versteht ihr mich falsch. Und das, die Problematik ist auch, ich wollte euch jetzt hier zu reinholen, denn wir werden gleich direkt in eine Cutscene verwickelt, die wichtig ist für das Weiterkommen des Spiels. Und natürlich die Items, die hier rumlagen, sowieso. Level 20, sehr schön, sollte auf jeden Fall reichen für den finalen Showdown hier drin. Gut, ich hing zwar an der Säule fest, aber das ist nicht schlimm. Genau, hier noch. Habe ich, glaube ich, 18. Ja. Ich meine, den letzten finden wir erst später. Warum, Spiel? Warum wirfst du mir jetzt so viele Gegner vor den Kopf? Wieso? Hättest du auch vorher machen können, hast du aber nicht. Warum machst du es jetzt? Ach, hey, Mine. Ich meine, ich könnte auch abhauen, aber das ist so etwas, was mir nicht gefällt. Ergo mache ich sowas nicht. Aber, ach, hey, Mine. Es ist immer ein bisschen ärgerlich. Das muss ich schon zugeben. Wenn man mich fragt zumindest. Aber wir haben es bald. Wir haben es bald. Also, wir haben es bald. Wir haben auch bald diesen Kampf. Ja, toll, Wiedergeburt. Natürlich. Ich fasse das alles gar nicht. Jetzt kommen die mir hier mit Wiedergeburt an.
Meine Güte. Also ja, sie können sich in die Luft jagen und sich dann noch gegenseitig wiederbeleben. Ist ja herzallerliebst. Ich mache in diesem Video gerade gar nichts. Ich reg mich schon wieder auf irgendwie. Dass ich zumindest nicht das schaffe, was ich eigentlich jetzt in diesem Video machen wollte, sondern hier stattdessen mich rumprügle mit verschiedenen Monstern. Nebenbei bemerkt, sollte man, glaube ich, alle 19 Kristallfragmente finden können. Aber im Großen und Ganzen ist es erstmal egal. Erstmal. Hier ist ja auch nichts mehr. Ne? Nö. Gut. So, die Cutscene, die ich meinte, ist dann hier oben zu finden. Wir haben es geschafft. Ja. Das Ding ist auf, das ist gut. Aber ich muss jetzt leider erstmal nochmal einen Schritt zurück machen. Denn eigentlich lag ich richtig mit diesen blöden Felsbrocken, aber das Spiel macht das nicht so schnell oder zeigt das nicht so gut an, wie ich das immer gerne hätte. Das ist dann halt so ein kleines Problem dabei. Aber sobald ich das habe, können wir endlich wieder weitermachen. Das letzte Kristallfragment werde ich jedenfalls später sammeln. Denn ohne groß zu spoilern, ich muss diesen Dungeon hinterher auch wieder rauslaufen. Und das heißt, ich habe sowieso wieder Zeit, das zu machen, was ich eigentlich machen wollte. So. Nicht ganz. So, wenn wir den Felsbrocken da drauf lassen und weggehen, fährt er nach oben. Und wir erhalten Zugriff auf ein Tafelfragment. Was das ist, wird später geklärt, aber ja. Es ist da, ich wollte es noch eben zeigen, dass es da ist. Und dafür musste ich dann schon wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Jetzt habe ich fast 10 Minuten wieder verbraten, nur mit sowas. Unglaublich. Aber okay. Wie gesagt, für diejenigen, die es jetzt schon machen wollen, ihr könnt 19 Fragmente schon finden. Ihr könnt... Das ist jetzt nicht dein Ernstspiel. Ihr könnt sie also direkt auch einlösen gehen, wenn ihr nochmal unbedingt rausrennen möchtet. Aber da ich den Dungeon eh wieder rauslaufen muss, ist es für mich erstmal ein bisschen uninteressanter. Es geht aber, er hat kein Element. Gut, fein von mir aus. Wenigstens wirft mir das Spiel nochmal eine Gegnergruppe vor, die einigermaßen schnell zu besiegen ist. Sonst wäre ich echt traurig. Ich meine gut, sie setzen jetzt beide oder wollen beide Schatten einsetzen. Schaden für alle, das heißt, ich muss wenigstens einmal wieder umdrehen und mich einmal heilen, aber hey, das geht schon. Trotzdem, ein bisschen ärgerlich ist es schon, das muss ich zugeben. Weil das halt wieder völlig unnötig war, dieser Kampf hier. Den hätte sich das Spiel auch erstmal sparen können, aber gut. Wunderbar. Nein! Ah, goddammit. Fuck you, Spiel. Fuck you. Ich wollte mich heilen. Ah! Okay. Max?
macht er das bloß? Jetzt verstehe ich, warum der Wald verflucht ist. Max! Warte. Aber er ruft mich doch. Max ist vom Wald besessen. Wenn du zu nahe kommst, wirst du vielleicht auch verflucht. Ich muss ihm helfen. Nein! Das ist keine gute Idee. Max! Ich sag doch, keine gute Idee. Hört denn keiner zu? Okay. Zeit für den Boss, in den ich ja natürlich jetzt echt gut vorbereitet reingerannt bin, aber... Blech. Okay. Das hier sind Obsidian-Tentakel. Wichtig ist jetzt erstmal für uns, den Nummer C auszuschalten, der natürlich netterweise mehr Energie hat als alle anderen. Natürlich. Ich meine nur. Aber gut. Es ist wichtig, dass wir zuerst C ausschalten, denn C wird langsam aber sicher Cook vernichten. Und wenn Cook stirbt, dann haben wir ein Game Over. Wir haben ja auch nochmal zur netten Erinnerung da oben stehen, dass es eben Cook ist. Beziehungsweise das Hauptaugenmerk von uns auf Cook jetzt gerade liegt. Nach dieser Runde, wenn Jensen drankommt, erst dann leider, sollten diese Tentakel, oder der Tentakel zumindest, kein Problem mehr darstellen. Aber das dauert eben leider. Oh, sehr schön. Nicht sehr schön. Ja, selbst auf unsere Gruppenmitglieder macht das Viech das gerne. Und der Obsidian-Seufzer, eine Technik, die auch auf alle geht. Doch nicht auf alle geht, sondern einfach nur auf die hintere Reihe. Gut, fein, prima. Ich habe nichts gesagt. Das war immer noch nicht der Tentakel. Ernsthaft? Ernsthaft? So. Wirf mich einfach da rein, ist in Ordnung. Noch schön fasziniert, dass ich sie wenigstens gerettet habe, schon sagt es plöpp, mach weiter. Nett. Ey, ihr habt gesehen, Tentakel Nummer, mit dem Buchstaben C war widerstandsfähiger als die anderen Tentakel, interessanterweise. Typisch irgendwie für so ein Spiel. Das heißt für uns jetzt erstmal wieder Heilung. Heilung ist immer gut. Heilung ist immer prima. Das war wenigstens der erste schon mal von den letzten vier. Aber dennoch sind wir noch nicht aus dem Gefahrenbereich raus. Wenigstens habe ich noch Schutzstufe 3 noch. Ja, das geht auf die hintere Reihe. Ist ein bisschen ärgerlich, aber gut. Schön, Heilung auf alle. Wunderbar. Heilung auf alle ist hier definitiv das Nonplusultra. Wenn man mich fragt. Ja, einmal ertrage ich die Technik noch. Einmal! Sieg! Immer noch vergessen. Scheint so. Okay, Problem ist, Max stellt sich uns jetzt in den Weg als eine Art Schutzschild, kann man sagen.
Kann ich eigentlich... Nee, kann ich nicht. Wer kann das denn? Ja. Problem ist, ich muss jetzt auf jeden Fall mit schwarzer Magie ihn schlafen legen. Ist egal, wer das macht. Hauptsache, es macht jemand. In der Zeit wird das Viech da hinten attackieren. Das ist unausweichlich, aber Max selber wird nicht agieren. Er wird uns nicht angreifen. Dementsprechend ist das so eigentlich gar nicht mal verkehrt. Denn ansonsten würden wir ihn sehr, sehr schnell vernichten. Max alleine hat halt nicht so viel Energie übrig. Jetzt, wo er schläft, kann ich ohne Probleme das Obsidian-Miasma angreifen. Und sie kann theoretisch schon mal dafür sorgen, dass ich geheilt werde, egal was passiert. Ja, natürlich ist dieses Ding gut geschützt gegen Angriffe. Leider. Also muss ich auch hier wieder auf Magie mehr oder minder zurückgreifen. Natürlich in dem Fall als Jensen. Das geht ganz gut. Während meine hintere Reihe malträtiert wird. Allerdings, dadurch, dass nur meine hintere Reihe mit diesem Treffer attackiert wird, ist natürlich der Schutzstufe 3 immer noch sehr gut ausreichend. Und Max schläft immer noch so, wie es aussieht. Man kann aber, wenn man, ich sag mal, nicht aufpasst, sehr schnell den Kampf verlieren. Denn wie gesagt, Max als Schutzschild. Da ist es mal ganz schnell passiert, dass er aufwacht, man ihn aus Versehen dann besiegt. Und das war's dann für diesen Kampf. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Kämpfchen, muss ich sagen. Die Idee finde ich halt sehr schön. Deswegen sage ich auch, die meisten Kämpfe in diesem Spiel haben eine nette Idee, was Bosskämpfe angeht. Ah, jetzt ist Max wieder wach. Ja. Okay. Ist schwer zu sagen, ob einer von uns vorher drankommt. Aber da ich dann wieder nicht sicher sein kann, muss ich jetzt erstmal so machen. Und das sollte dann reichen. Hoffe ich. Es bringt halt leider nichts, jetzt zu attackieren, da Max wieder wach ist. Hätte eine Runde weiter geschlafen, hätte ich das Viech vernichten können, aber nein. Gut, nein. Okay. Das wird der letzte Angriff sein. Alle sind sogar vor ihm dran, interessanterweise, ja, weil er eine andere Technik einsetzen will. Gut. Mach du das. Wir vernichten dich jetzt. Sehr schön. Das war's. Bist du wieder normal? Max! Und warum hast du zwei Schuhe an? Max! Kug! Du Trottel! Tut mir leid. Was glaubst du, wie traurig Mama wäre, wenn du stirbst? Ja, ich weiß. Warum bist du weg, ohne mir was zu sagen? Aber Kug, du bist immer so muffelig, wenn man dich weckt. tut mir leid. Trotzdem. Ich wollte ihr die Blumen zeigen. Ich dachte, hier würde ich sie treffen. Ich wollte mit ihr reden. Das geht doch nicht. Sie ist tot. Du wirst sie niemals mehr wiedersehen. Sag mal, Keim, wenn jemand stirbt, wohin geht die Seele? Weißt du das? Du hast lange gelebt. Hast du jemals etwas gesehen? Nein, habe ich nicht. Wenn Menschen sterben, dann gehen sie weg. Wenn die Seele einen Platz hat,
dann in der Erinnerung. Denkst du an sie, sind sie ewig bei dir. Lirum wird in unser aller Erinnerung weiterleben. Das ist doch schön, nicht? Ja. Irgendwie nicht. Also so, so ist die Antwort. Diese Blumen jetzt wieder zurück. Was ist denn jetzt wieder los? Ich weiß nicht. Das ist nicht derselbe Geist, der Max angegriffen hat. Der andere war böse. Dieser hier ist anders. Warm und sanft. Das ist schon wirklich. Aber zurück, ihr zwei. Was ist das? Ihre Seele. Lirum hat ein Wunder bewirkt, Keim. Ein Wunder. Wir behalten dich immer in unserem Herzen, Lirum. Ja, das ist doch ein schönes Ende. Willkommen zur Abendglocke. Hügeliges Ackerland, soweit das Auge reicht. Tief in Arbeit versunken schwingt Keim die Hacke und erntet Gemüse. Der Himmel an diesem Herbstabend verfärbt sich blutrot. Vielleicht sollten wir Schluss machen für heute, sagt die stämmige Bäuerin. Sie legt das geerntete Gemüse in einen Korb. Keim nickt und wischt sich dem Schweiß von der Stirn. Du bist eine große Hilfe, versichert ihm die Frau. Sieh nur, wie viel wir geschafft haben. Keim reagiert auf ihr Lob mit einem leichten Kopfnicken. Und du kannst dich noch immer nicht erinnern, woher du kommst? Fragt sie. Leider nicht. Na, so wie du arbeitest, sagt sie lachend, interessiert mich das nicht, die Bohne. Aber mal im Ernst, Keim, was hast du vor, wenn die Ernte vorüber ist? Das weiß ich noch nicht. Ich habe mich noch nicht entschieden. Es gibt ja auch im Winter einen Haufen Arbeit, meint sie. Mir wär's nur recht, wenn du noch eine Weile bleiben würdest. Danke, antwortet Keim. Sie selbst arbeitet hart und hat ein gutes Herz. Es ist gewiss kein Luxusleben, das sie führt, aber der lange Arbeitstag von Sonnenauf bis Sonnenuntergang lässt das Herz weich und den Körper stark werden. Hat sie gerade das Feld verlassen wollen, ertönt ein leises Glockenläuten. Die Abendglocke kann es nicht sein, dafür ist es noch zu früh am Tag.
Keim schaut auf die Straße am Fuß des Hügels hinab. Ein Trauerzug bewegt sich langsam die Straße entlang und die Trauernden schreiten feierlich hinter dem Pferdewagen mit dem Sack her. Die Frau lässt die Hacke sinken, nimmt ihr Kopftuch ab und faltet die Hände. Keim sieht, wie es ihr alle anderen Arbeiter auf den umliegenden Höfen gleich tun. Sie falten die Hände zum Gebet, neigen die Köpfe und schließen die Augen in Richtung des vorbeiziehenden Trauerzugs. Keim folgt ihrem Beispiel. Der alte Mann am Kopf der Prozession läutet die kleine Glocke. Das Echo ihres Klangs wird von den umliegenden Hügeln zurückgeworfen. Die Trauernden ziehen stumm vorbei. Die Frauen mit schwarzen Schleiern, die Männer in dunkle Mänteln, die Köpfe gebeugt. Die Kinder am Ende des Zuges stoßen sich spielerisch in die Rippen. Die Bedeutung des Todes ist ihnen noch fremd. Als der Trauerzug vorbei ist, hebt die Frau wieder ihren Kopf und Tränenfunken in ihren Augen. Der Verstorbene kehrt nun heim, sagt sie. Er kehrt heim? Fragt Keim ein wenig verwundert. Ja, er kehrt heim. In die Erde. In den Himmel. Ins Wasser. Wie alle Lebewesen. Keim nickt wissend. Er weiß gar nicht mehr, wie viele Tode er in seinem endlos langen Leben schon miterlebt hat. Als all diese Leute verlassen unsere Welt und wir sehen sie nie mehr wieder. Aus dieser Sicht betrachtet ist der Tod ein unendlich trauriges Ereignis. Doch wenn wir den Tod als eine Art Rückkehr nach Hause verstehen, empfinden wir neben der Trauer auch ein wenig Trost und vielleicht sogar etwas Freude. Aber Keim, der weder altern noch sterben kann, wird nie zu Hause ankommen. Die Frau nimmt eine Handvoll Erde und sagt feierlich: So viele Leben sind Teil dieser Erde geworden. So viele kleine Lebewesen, die wir nicht sehen können. Das Leben von verwelktem Gras. Wenn man es auf diese Weise betrachtet, entsteht unser Gemüse hier aus dem Leben vieler. Da ist was dran. Darf ich dich um einen Gefallen bitten, Keim? Natürlich. Falls ich sterben sollte, während du hier arbeitest, wärst du so lieb, meine Asche auf diesem Feld hier zu verstreuen? Eine Handvoll würde schon reichen. Keim weiß nicht, was er sagen soll. Er zwingt sich zu einem Lächeln. Der Mann tot, die Kinder aus dem Haus. Ganz alleine lebt die Frau auf dem Bauernhof. Wenn er hier weiterarbeitet, so weiß Keim, wird er irgendwann den Tod der Frau mit ansehen müssen. Selbst wenn sie 100 oder sogar 200 Jahre alt werden würde. Die Kirchenglocken beginnen zu läuten und kündigen das Ende des Arbeitstages an. Die Frau faltet die Hände zusammen, so wie sie es beim Vorbeizug der Trauernden getan hat. Und einen weiteren Tag habe ich in Frieden erleben dürfen. Dafür bin ich aus tiefstem Herzen dankbar. Möge mir der morgige Tag das gleiche Glück bescheren. Ihr Gebet lässt Keim schwer schlucken. Dieses Gefühl überkommt ihn jedes Mal, wenn die Abendglocke ertönt. Die Überzeugung, dass er hier einfach nicht hingehört. Eine Frage, sagt er, als der letzte Ton verklungen ist. Ja? Es stimmt doch, dass die Leute für jeden guten Tag dankbar sind und für ein friedliches Morgen beten, weil sie wissen, dass ihr Leben irgendwann einmal zu Ende geht. Was ist denn los mit dir, Keim? Ich werde das Dorf verlassen, sobald die Ernte eingefahren ist. Aber wieso denn so plötzlich? Ist etwas passiert? Ich habe kein Recht, hier zu leben, sagt er. Ohne ihr Erstaunen zu beachten, nimmt Keim den Gemüsekorb unter den Arm. Dann schaut er sich lange die untergehende Sonne an. Wo willst du denn hin, Keim, wenn du von hier fortgehst? Ich weiß nicht. Irgendwohin. Willst du denn ewig als Wanderer durchs Leben ziehen? Ich habe kein Zuhause, wenn du das meinst, antwortete Keim. Er hebt den Korb auf seine Schultern und beginnt den Hügel hinabzugehen. Sein Rücken schimmert rot in der untergehenden Sonne.